Ja, von hier oben sieht es glücklicherweise doch gleich noch deutlich mehr Menschen aus, als wenn man da vorne steht. Ich freue mich, dass doch etliche gekommen sind. Ich möchte ein paar Worte sagen im Namen einer Gewerkschaft Verdi. Ich möchte aber ein bisschen auf die Ursachen dieser Krise eingehen. Eine wesentliche Ursache dieser Staatsschuldenkrise ist, dass die Finanzkrise, dass in der Finanzkrise im Jahr 2007 und den nachfolgenden Jahren Banken mit Staatsgeldern gerettet wurden und sich dadurch die Staatsschulden erhöht haben. In der Bundesrepublik beispielsweise um 434 Milliarden, in Griechenland um 100 Milliarden Euro, und das ist Geld, das im Wesentlichen in die Banken gesteckt worden ist, um die Banken vor dem Zusammenbruch zu retten. Dieses Geld aus Steuergeldern ist allerdings wiederum zurückzuzahlen. Die Staaten haben sich dafür auch weiterhin verschuldet und am Schluss sind wir es, die das zurückbezahlen müssen. Und da wird es interessant. Es sind nämlich wirklich wir, Leute unserer Art, die hier auf dem Platz stehen, Arbeiter, Angestellte, Rentner, Sozialhilfeempfänger, sollen bezahlen für die Rettung der Banken. Die Bundesregierungen haben seit dem Jahr 2000 Steuererleichterungen für die Reichen und für die Unternehmen beschlossen, die sich hochgerechnet bis zum Jahr 2013 auf Einsparungen, auf Steuererleichterungen von 490 Milliarden Euro summieren werden. Das heißt, das ist mehr Geld als das, was die Staatsschulden sich erhöht haben durch die Rettung der Banken in der Finanzkrise. Wenn der Staat nicht mutwillig auf diese Steuereinnahmen verzichten würde, dann wäre die Staatsschuld heute nicht höher als im Jahre 2008. Die Zeche hierfür zahlen die Arbeitnehmer und die Rentner hier in Deutschland, vor allem aber in den südeuropäischen Krisenstaaten. Dort haben Arbeitslosigkeit und Armut massiv zugenommen. Beispiel Griechenland. In Griechenland ist die Wirtschaft in den vergangenen 5 Jahren um ein Viertel geschrumpft. Öffentliche Dienstleistungen werden stark eingeschränkt, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Das Tafelsilber der öffentlichen Hand wird auf Geheiß der europäischen Sparkommissare verhökert. Dies ist ein weiterer und ist ein Riesenschritt in der Umverteilung von unten nach oben. Öffentliches Eigentum und öffentliche Daseinsvorsorge werden privatisiert und sollen dauerhaft zur lukrativen Einnahmequelle für Wirtschaftsunternehmen werden. Das heißt aber auf der anderen Seite nichts anderes als, dass zum Beispiel umfassende Leistungen im Gesundheitswesen nicht mehr für den, der sie braucht, zur Verfügung stehen, sondern nur noch für den, der dafür bezahlen kann. Gleichzeitig werden Renten, werden Sozialleistungen, Löhne gekürzt, werden von den Gewerkschaften erkämpfte Tarifverträge durch Änderungen des Arbeitsrechts ausgehebelt. Während man gleichzeitig zulässt, dass die Reichen ihr Vermögen ganz legal außer Landes schaffen, um sich einer gerechten Besteuerung zu entziehen. Mich hat das sehr stark, das, was momentan in Griechenland und in den südeuropäischen Staaten abläuft, hat mich sehr stark erinnert an einen Film von dem argentinischen Filmemacher Fernando Solanas, El Gran Saqueo, die große Plünderung, wo er darstellt, wie in der Währungskrise in Argentinien die Bevölkerung ausgenommen worden ist und wie die Reichen auch dort ihr Geld außer Landes bringen konnten, um sich einer Besteuerung zugunsten des Gemeinwesens zu entziehen. Die gestiegene Verschuldung hat aber in den verschiedenen europäischen Staaten ganz unterschiedliche Auswirkungen. Es gibt Krisengewinner und Krisenverlierer unter den Staaten des Euroraumes. Deutsche Firmen beispielsweise haben kräftig daran verdient, dass sich die südeuropäischen Staaten verschuldet haben, um in Deutschland einkaufen gehen zu können. So hat zum Beispiel Griechenland vor wenigen Jahren bei Krauss-Maffei-Wegmann 170 Leopard-Panzer für 1,7 Milliarden Euro gekauft. Dass dieses Geld gepumpt war, hat Frau Merkel damals nicht gestört. Im Gegenteil, die deutsche Regierung hat dieses Rüstungsgeschäft mit eingefädelt. Und es kann kein Zufall sein, dass jetzt, wo Kanzlerin Merkel und die EU-Troika Griechenland zu gewaltigen Einsparungen im Staatshaushalt zwingen, ausgerechnet der Rüstungsetat von Kürzungen beinahe verschont bleibt. Nicht der deutsche, der griechische Rüstungsetat.
Gleichzeitig verrottet in Griechenland die Infrastruktur, Sozialleistungen und Löhne werden gekürzt, und zwar so stark gekürzt, dass sie die Binnenkaufkraft in einer Weise schwächen, dass die griechische Wirtschaft immer tiefer in die Rezession rutscht. Die von Merkel und Co. verordnete Sparpolitik wirkt die Wirtschaft in Südeuropa geradezu ab, mit fatalen Folgen für die Bevölkerung. Wir hier in Deutschland haben daher allen Grund, die Proteste der Griechen, der Spanier und Portugiesen gegen diese Politik solidarisch zu unterstützen. Weil wir nicht hinnehmen können, dass große Teile der Bevölkerung der südeuropäischen Länder in die Verarmung getrieben werden. Weil Deutschland ein Haupttreiber dieser Sparpolitik ist. Weil der Niedergang der südeuropäischen Volkswirtschaften eher früher als später auch auf das Exportland Deutschland, das bisher gut an der Verschuldung der südeuropäischen Staaten verdient hat, durchschlagen wird und uns hier dann die gleichen Sparorgien zulasten der Bevölkerung drohen. Und weil wir nicht hinnehmen können, dass die Demokratie immer weiter ausgehöhlt wird, wenn gewählte Parlamente nur noch die Funktion haben, Entscheidungen des EU-Ministerrates abzunicken. Alternativen werden unter anderem auch von den Gewerkschaften und sozialen Bewegungen benannt. Ich sage nur zwei Beispiele: eine saftige Vermögensabgabe und die Besteuerung von Spekulationsgewinnen sind mehr als überfällig. Geld ist genug da. Diese heutige Kundgebung kann nur ein Anfang sein. Merkel und Co. werden sich von ihrer unsozialen und ungerechten Politik nicht abbringen lassen, wenn nicht auch und gerade hier in Deutschland Gewerkschaften und soziale Bewegungen den Druck auf die Regierungen erhöhen. Wir müssen uns europaweit gemeinsam gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung zur Wehr setzen. Ich danke fürs Zuhören.